Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Last Chaos. Ich bin's wie immer, euer Paddy, hier für euch live am Start und ja, wir legen wieder los mit unserer Heilerin. Es hat sich ein bisschen was verändert, nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Ich musste mir ganz ehrlich ein bisschen aushelfen. Ich hoffe, ihr versteht das. Die Preise für die Jaguare sind mittlerweile bei 60 Billionen. Und ich spiele ja LC auch privat, deswegen habe ich mir vorübergehend, damit ich mich mehr auf Rüstung und Waffen konzentrieren kann, erstmal Jaguare und den Elefanten mit rübergeholt, obwohl ich eigentlich hier selber noch einen Elefant habe, der schon mittlerweile wieder tot ist. Aber naja, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, dass wir da nicht allzu langsam sind. Und ich mich jetzt mehr auf die Rüstung erstmal konzentrieren möchte, weil es ist wirklich Nachholbedarf. Und besonders bei der Waffe, die ist ja immer noch die 73er plus 16 mit Level 118. Ein bisschen habe ich ja gemacht, ist das trotzdem noch etwas sehr mager. Na gut, ich will erstmal gucken, haben wir hier verschiedene Quests zum Annehmen abgeben? Also hier in Strea momentan nicht. Da gibt es gar keine. Da würde ich sagen, da schauen wir mal Richtung Nairat. Da wird es auf jeden Fall was geben. Also erstmal nach Merek teleportieren. So, und dann schauen wir mal nach, was es so Neues gibt. Wir haben den Ort ja gespeichert. In Drangsal habe ich jetzt mittlerweile auch mal wieder gelevelt. Ist auch relativ schön, also ist nicht so schlecht. Momentan gibt trotzdem noch Nairat mit am besten, weil du da die, weil es da halt wiederum die Masse macht, sage ich in dem Sinne. So. Da ist das Tor und dann gehen wir schnell mal durch. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Und zwar haben wir erstmal Kopfgeldjäger Jon. Angriff der Berserker. Ein Dauerquest, den machen wir erstmal noch nicht. Was haben wir noch? Salvia, die Schamanin. Dorn des Wirren Geistes 2. So, ich habe gehört, du hast den Frosthenker besiegt. Was für eine Erleichterung. Nun können wir endlich den zweiten Dorn des Wirren Geistes zerstören. Unnötig dir zu sagen, dass du den Heiligen Orden von Händler Olaf bekommst, oder? Ich glaube, den haben wir sogar noch. Ich weiß, mein Inventar ist immer noch chaotisch und ich bin immer noch gewillt, das aufzuräumen. Fragt sich bloß wann. Den Heiligen... Da, den blauen. Also müssten wir den eigentlich haben. Das müsste sein. Wir haben ja zwei geholt. So, den Quest haben wir angenommen. Ich will jetzt mal gucken, ob draußen noch was ist. Hier wäre was und oben bei der Jägerin war ja noch was. Steigen wir auf unser Allsfit. Zack. Und schauen gleich mal, was der liebe, nette, namenlose, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, was er für Quest hat. Ah, Elios, der Speer. Grausame Krieger. Was? Du hast den Frosthenker gesehen, während du die Berserker erledigt hast? Ich hatte gehofft, wir müssen ihnen nicht begegnen. Sie sind grausame Krieger in der Armee der Gespenster und sie haben enorme Kräfte. Wir müssen sie vernichten, um zu überleben. Und wen sollen wir kämpfen? Jage den Frosthenker. Okay. Den sollen wir besiegen? Abzeichen des Frosthenkers. Ich glaube, der müsste noch in dem Lager sein. So, wir gehen mal kurz nach oben. Da müssten wir ja eigentlich auch noch einen Quest haben. Wenn das so stimmt. So. Einmal hoch teleportieren. Die Himmelsteine gibt es ja jetzt hier in den verschiedenen Stufen. Die, selbst die Preise dafür sind ja richtig explodiert. Von den Juwelen wollen wir gar nicht erst reden. Aha, hier gibt es nur eine Dauerquest. Gut.
Dann holen wir uns einmal das Abzeichen des Frosthenkers. Ich glaube, ich habe da nicht mehr gespeichert. Ja, bin mir sogar schon fast sicher. So. Ich hoffe, dass mit der Maus klappt hier langsam mal. Ah. Gut, machen wir es so. Meine Maus ist momentan noch etwas beschädigt. Dieses Rad lässt sich nicht mehr richtig drehen. Beziehungsweise lässt sich drehen, bloß der Computer reagiert darauf nicht. Wenn ich hier am Rad drehe. Versteht ihr, was ich meine? So, ist er hier, der Frosthenker? Nein, dann in eine der anderen Lager. Ich meine, noch geht das mit der Rüstung, muss ich sagen. Also noch kriegen wir relativ wenig Schaden. Aber ich denke mal, das wird nicht auf Dauer. Spätestens in Mora oder in Tarian sieht es dann etwas anders aus. Da ist er. Ist es Kalter Todesfürst? Nee. Ist nicht der Frosthenker. Dann könnte auch der das in der Mitte sein. Entweder in der Mitte oder der außen. Haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir gucken jetzt einfach mal hier durch. Mitte. Also das hier werde ich auf jeden Fall aufräumen. Keine Sorge, das wird nicht so bleiben. Ich werde auch mal gewisse Sachen mit einlagern. Das Pulver der Enttarnung brauchen wir dann für die nächsten Quests. Deswegen habe ich das schon mal mitgeholt. Ich dachte eigentlich, das kommt schon eher, aber... Naja. So, ich will mal gucken, ob der hier ist. Frostschlechter. Aber er hat ja von einer Geisterarmee gesprochen. Dann könnte auch das sein, dass das der da drüben ist. Guck noch mal kurz da. Lesen wir uns einfach noch mal den Quest durch. So. Also ihr seht es schon hier. Wenn ich hier drehe, funktioniert es nicht. Okay. Frosthenker. Also der heißt richtig Frosthenker. Dann könnte das durchaus der sein, der hier mit ist. Schauen wir mal. Nee, Schneezauberer. Dann vielleicht doch oben bei den Berserkern. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Mitte oben... Mine. Da. Mine. Mine, Mine. Gehen wir jetzt mal dahin. Nicht, dass das wirklich noch der war. Und wir den einfach nochmal killen sollen. Nee, das ist der wilde Frostberserker. Also die kleinen Gnome haben es aber auch in sich. Da muss man aufpassen. Gehen wir zum einen. Was ist das? Frosthenker, hier haben wir ihn doch. Ein Ding-Quest. Dieser Orden erstrahlt in einem Blau und lässt das Licht des Dorns des Würdengeistes erlöschen. Ist das der letzte Dorn? Tja. Hauen wir erstmal ihn. In der Hoffnung, dass sie uns hier nicht alle umhauen. Ich hab natürlich jetzt hier schön kein... Ja, keine Buffs. Aber unsere Rüstung scheint noch gut standzuhalten. Dauert halt, bis man das runtergeskillt hat, aber... unsere Ketten reagieren noch gut, sagen wir es mal so. Auch wenn er fast schon... Ja, toll. Ja, weil... Ja, war nun schon eh fast tot gewesen.
Na komm, wir hauen euch mal mit um hier. So. Zeigen wir euch mal, was in der Walde hier steckt. So. Erstmal die ganzen Frostberserker hier noch wegmachen. Und die frechen Bombengnome. Ah, ein Lackerring. Ja. Hauen wir erstmal in aller Ruhe die hier um. Droppt der nicht eigentlich auch eine gute Rüstung? Wir schauen mal. Nö. Na gut. So. Okay. Da seht ihr mal, was solche Tier-Buffs, sag ich mal in dem Sinne, also Jaguar-Buff und Elefant, alles so ausmachen. Natürlich auch die Beji-Buffs. Keine Frage. Ja. Die haben wir jetzt erstmal beseitigt. Gehen wir jetzt erstmal die Quest abgeben. Der eine ist schon abgegeben, den haben wir ja oben abgegeben. Ich glaube, wir müssen nur noch zum Speer, ne? Jawohl. Aber unser Pet können wir dazu noch nicht nutzen, ne? Leider nicht, leider nicht. Hauen wir noch einen Speedtrank mit rein? So. Ach, hier levelt jemand ganz fleißig. Gehen wir mit hier vorbei. Du hast wirklich die Frosthenker besiegt? Es war ja bloß einer. Ich kann es nicht glauben. Jägerin Sila sagte, du kümmerst dich um alle Monster. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Hm, was machst du für ein Gesicht? Tja. Naja, grinsen tut sie ja trotzdem noch ein bisschen. So, also, wir haben jetzt hier eigentlich alle Quests erledigt. In Straya folgen leider noch keine. Schade eigentlich. Sollen das hier? Da würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen so leveln. Und zwar gehen wir diesmal nicht ins Lager, sondern mehr in die Mitte zu. So, und da hauen wir mal ein paar mit um. Na, los, zack. Ich glaube, wir gehen mal für heute einfach mal hier rüber. Nicht ganz in die Mitte. So, dann erstmal schneller Schuss. Edebuff. Ja, will nicht. Moment. Jawohl. Jetzt bufft er auch. Genau. Und dann können wir weitermachen. So, hauen wir jetzt hier mal ein paar mit um. Da geht's relativ gut. Und ihr seht auch, hier kann man relativ so ganz schnell die Sterne mit zusammenfarmen. Aber dauert halt eben immer mal, ne? Also wir sind ja jetzt 118, da dauert es immer mal schon ein bisschen, bis wir da mal so ein Level voll haben. Aber da hilft schon gut, wenn wir mal, sagen wir mal, mehr als ein EXP-Pad haben. Aber das wird jetzt erstmal noch nicht unser nächster Investitionsgrund werden. Dann lieber erstmal wirklich mich um Waffen und alles kümmern. Waffen wären zum Beispiel jetzt gar nicht so verkehrt, weil da wird man vielleicht noch mehr Schaden machen. Obwohl wir auch schon extrem guten Crit-Schaden machen. Der gefällt mir natürlich auch sehr gut. So, hauen wir sie alle um hier. Da. Ah, es gibt wieder das Jadekraut aus Juno. Da werde ich auch wieder mit nutzen. Wer von euch hat eigentlich das Osterevent nutzen können? Ne? Also ich bin zum Beispiel, ich muss ja sagen, ich bin ja auch nebenbei noch mit arbeiten. Konnte es zum Beispiel schaffen, den Titel Roter Osterhase mit meinem privaten Char zu erreichen. Der war schon nicht schlecht. Ja, hat mir gefallen. Hat zwar jetzt in dem Sinne keine besonderen Eigenschaften gehabt. Eigentlich gar nichts, außer dass er gut aussah.
Aber es ist auch mal so eine schöne Herausforderung, die man dann hat. Schade natürlich, dass das Oster-Event jetzt wieder vorbei ist. Ist mal so eine schöne Abwechslung. Und man merkt gar nicht, wie schnell da eigentlich das Level dann hochschießt. Ja, ich hau mal hier um. Ah, hier ist wieder was zu Ende. Moment, müssen wir erstmal wieder Mana runterhauen. Zack. Mein Lieblingsschuss. Der Mehrfachbinder. So. Und schon kann es weitergehen. Na, nochmal ein Speedtrank mit rein. Mit Adrenalin und Crit-Trank wird das dann bestimmt noch besser gehen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal sparen. Erstmal ist die neue Waffe, denke ich mal, dran, weil die braucht man mehr als dringend. Bei der Hose habe ich schon ein klein wenig versucht zu investieren, beziehungsweise habe mir eine ungeplusste geholt und habe sie dann mit Himmelstein und sicherheitshalber auch zum Teil auch mit Chaoskraftstein versucht hochzuplussen, weil die hast du ja zum Insekten-Event schon quasi hinterhergeschmissen gekriegt, wenn du gute Insekten hattest. Dürfte ich ja auch schon ein Video gebracht haben, also es dürfte gar nicht so unbekannt sein. So. Nee, so macht das schon ganz schön Spaß. Mit diesen netten Buffs mit dazu. Und wie gesagt, also ich meine, ich bin zwar gerne jemand, der jetzt das ganze Gold mit nachfarmt oder versucht irgendwie, das auf dem Weg zu erreichen. Aber ganz ehrlich, einen Jaguar für 60 KKK, einen Level 1er dazu, das ist dann schon etwas grenzwertig. Also wo ich mir sage, nee, da musst du dir irgendwie anders helfen. Und diese Tiere, die habe ich mir schon früher alle mit erfarmt, zum Teil. Auch ohne Cash. Da denke ich mir, warum soll ich jetzt noch mich abmühen und dann im Endeffekt fehlt es mir dann auch wieder an der Rüstung und alles, wisst ihr? Man steigt ja trotzdem vom Level her. Egal wie viel man jetzt farmt, geht ja trotzdem weiter. Es sei denn, man macht sich eine Sperre, aber dann könnte es durchaus sein, dass es dann länger mit den Level-Ups wiederum dauert. Also es ist ein Teufelskreis, sagen wir es so. So. Deswegen will ich mich jetzt, wie gesagt, nur auf Rüstung und Waffen erstmal konzentrieren. Dass wir das erstmal so nachkriegen. Und zum Teil auch auf die FP, weil hier kriegt man ja noch gute FP. Mittlerweile bei 1971, das ist eigentlich auch schon für den Anfang recht gut. So viel braucht man ja jetzt auch erstmal nicht. Also ich muss sagen, wir haben hier schon uns gut ausgeskillt in dem Sinne. Und da das Leveln jetzt auch immer mehr wie Farm wird, das ist das, was ich halt meinte, ne? Das Level wird ja von... Das Leveln wird vom Farmen, also Level zu Level, wird es ja immer langwieriger. Da farmt man dann gleich synchron mit nebenbei was mit rein. Ich bin am überlegen, ob ich das Juno-Gras dann auch schon anfange zu sammeln. Aber ich glaube, dafür will ich dann erstmal mein Inventar leeren. Also so ein bisschen hier mal aufräumen, dass ich wieder mehr Platz habe, um Zeug zu sammeln. So, euch hauen wir mit um. Ah, mir fehlt schneller Schuss. Jawohl. Und schon geht das Ganze wieder schneller. Ja, ihr seht es also, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe natürlich, dass jetzt bald auch Maestria-Quest folgen, weil irgendwie vermisse ich die in letzter Zeit. Da hatten wir bisher gar keine so großartig. Mal sehen, vielleicht kommt doch demnächst auch noch in der nächsten Folge dann diese Boss-Monster-Quest mit den Strayer-Bossen. Wenn es den noch gibt, also ich weiß es nicht. Bin da gespannt. Ich weiß aber auch nicht mehr, wann der gewesen ist. Da lasse ich mich ganz überraschen. Und ja, ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle. Ihr seht, die Zeit ist leider schon wieder um. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall fleißig am Leveln, versuche mich fleißig ranzuhalten, um wieder mehr LC bringen zu können für euch. Und sag schon mal an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal, euer Paddy und ciao.